Die haben mir die Liste vorgelesen von den Opfern. Und dann habe ich Sabine gehört. Dann habe ich Can gehört. Dann habe ich Juliane gehört. Dann habe ich Diamant gehört. Und dann hat er den letzten Namen gesagt. Und dann ist der Name nicht gefallen. Und dann habe ich gefragt, ich so, ist diese Liste endgültig? Dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ich so, aber ich höre den Namen von meiner Schwester nicht. Dann hat er gesagt, dann ist sie wahrscheinlich noch am Leben. Und mit diesem Gedanken bin ich nach Hause gefahren.